Willkommen zur zweiten und damit aber auch letzten blau-weißen Sitzung in dieser Session. Ja, wir freuen uns heute Abend, Ihre Gastgeber sein zu dürfen. Ein neues Gesicht an alter Wirkungsstätte. Die meisten werden mich sicherlich kennen. Ich möchte mich aber denen, die mich nicht kennen, mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Kromzig. Wir betreiben in der Kühlstraße die Fahrschule. Und meine Stellvertreterin Gertrud Haas und ich, wir sind also seit dem letzten Jahr ja, amtierende Stellvertreterin und Präsident des Theater- und Karnevalsvereins Blau-Weiß-Gern 09. Ja, wir haben wieder ein tolles Programm für Sie heute auf die Beine gestellt. Das kam vor 14 Tagen schon sehr gut an. Wieder ein Mix, wie gewohnt, aus Tänzen, Märschen und Show-Einlagen. Und machen Sie bitte von Ihrem Recht auf Vergnügen auf Verzehr reichlich Gebrauch. Wir werden unser Bestes geben, damit das klappt. Ja, und dann darf ich in Anwesenheit des Mitglieds des Bundestages, Bernhard Kaster, Ihnen mein Regierungskabinett vorstellen. Wir haben auch noch einige Auswechselspieler, das werden Sie im Laufe des Abends sehen, aber das liegt daran, dass einige Aktive auch tatsächlich auch noch vor der Bühne und nicht nur hinter der Bühne tanzen werden. Ich möchte Ihnen ganz kurz mein Kabinett vorstellen. Ich beginne mit den Damen, neu im Präsidium, Chrissy Huth. Alte Ministerin Ursula Kratz. Auch neu im Präsidium, Matthias Haas. Unser technischer Leiter Jörg Konrad, Klaus Hander, unser Mann an der Standarte, unser zweiter Vorsitzender Reini Kirche. Ja, so als erste Amtshandlung haben wir unser Aussehen ein bisschen gepimpt, sagt man heute auf Neudeutsch, die Damen im grünen Top, die Herren in grüner Weste und grüner Fliege. Ich denke, das macht einen guten Eindruck und kommt dem, was wir vertreten wollen, auch schon sehr nahe. Ja, dann würde ich sagen, spiel mal gedrängt auf, was für die Garten und das Präsidium Huschusch auf Tablett und dann beginnen wir. Aufmarsch bitte. Ja, wir haben schon mal eine